Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von The Show. Tja, völlig zu Recht heißt diese Show The Show, weil sie sehr einzigartig ist und diesen Artikel absolut verdient hat. Heute wieder mit tollen Themen. Wir schrecken von nichts zurück. Wir reden über alles, egal wie heiß es ist. Ja, vor allen Dingen über das brisante Thema Altersbeschränkung in Computer- und Videospielen. Genau. Das ist ja wirklich ein heißes Thema, wenn man mal überlegt, wie sich das auch entwickelt hat. Seinerzeit, als ich noch ein kleiner Bub war und mir Spiele gekauft habe, da gab es ja keine USK- oder FSK-Regelung. Da hat meine Mutter entschieden, ob das Spiel zulässig ist oder nicht, anhand dessen, was vorne drauf war auf dem Cover. So habe ich zum Beispiel, habe ich mir damals fürs NES Top Gun gekauft und da war ein Düsenjäger drauf, ne? Musste ich ins Kaufhaus gehen und umtauschen gegen Super Mario Bros. 2. Ah. Kein Witz. Ich wollte mit Düsenjäger einen Panzer jagen, Spiel total Schrott, Super Mario 2 super gut, ja, aber egal, da war ein Düsenjäger drauf. Ne? Heutzutage gibt es fast postergroße Sticker mit dem USK-Logo, die auf den Spieleverpackungen prangern. Ja, eines der prominentesten Logos unserer Zeit, da es ja auf jedem Spiel mittlerweile ziemlich groß drauf ist und oder fast jedem Spiel. Und wir wollen einfach mal die Chance nutzen und auch mal mit einem Entwickler sprechen, wie das eigentlich aus deren Sicht ist. Ja, wenn jetzt ein Entwickler ein Spiel konzeptioniert oder entwickelt, in welcher Phase werden solche Überlegungen bezüglich der Altersfreigabe mit einbezogen? Steht das von vornherein fest und so weiter und so fort? Das sind Fragen, die wir jetzt mal klären wollen und deswegen haben wir vor dieser Sendung ein Interview aufgezeichnet und das solltet ihr euch jetzt tatsächlich mal angucken. Bei uns zum Thema jetzt Klaas Paletta von Dedelic Entertainment, erster PR-Manager. Schönen guten Abend, Klaas. Ja, guten Abend. Hallo. Ihr habt uns ja mit tollen Spielen beglückt, wie zum Beispiel zuletzt Aetna bricht aus, wo ihr auch entwickelt habt, oder auch Ankh, wo ihr published. Genau. Deswegen an dich mal die Frage als Entwickler, Schrägstrich, und auch Publisher. Wie geht man eigentlich in der Entwicklung mit dem Thema Altersfreigabe um? Ist das eine Sache, die man von vornherein in der Konzeption eines Titels irgendwie mit einfließen lässt in die Arbeit, oder ist das so eine Sache, wo man hinterher sagt, okay, das wird sich da und da einstufen, wir müssen vielleicht, wenn es ein 18er wird, da ein bisschen cutten oder da ein bisschen aufpassen, wie wird das, wie fließt das ein? Also optimalerweise legt man natürlich schon in einer sehr, sehr frühen Phase fest, welche Zielgruppe ein Titel erreichen soll. Das heißt, man kennt die Regeln der Altersfreigabe, man weiß, was man beachten muss und weiß natürlich zum Beispiel, was zum Beispiel Gewaltdarstellung angeht, was geht und was nicht geht. Mhm. Jetzt zum Beispiel, wenn wir das Beispiel Aetna bricht aus nehmen, da war uns natürlich recht früh klar, wir machen ein relativ erwachsenes Adventure mit etwas anspruchsvollem Humor, einer Story, die im Spielverlauf auch sozusagen immer ein bisschen düsterer wird, aber trotzdem das Ganze natürlich in diesem Comic-Look und eher ein bisschen verspielterem Ton sozusagen. Mhm. Und da war uns dann schon klar, dass wir halt auf eine bestimmte Altersfreigabe zusteuern, die zum Beispiel im 6er oder im 12er Bereich liegt. Es kam dann völlig anders. Also wir haben das bei der USK eingereicht und gesagt, hier ist das Spiel, so sieht's aus. Es ist vielleicht ein wenig kindlich im Look, aber es gibt da schon Inhalte, da muss man ein bisschen aufpassen, sag ich mal. Also wir haben da diese surreale Sequenz, in der etwas Vater kleine Kinder kocht und zerstückelt. Mhm. Das ist quasi so eine kleine Traumsequenz, die halt einfach, naja, ein bisschen. Gibt es aber bei Hänsel und Gretel auch zum Beispiel. Genau, richtig, ja. Haben ihnen das alles gegeben, gezeigt, hier ist die Version, schaut euch das an. Haben beantragt Freigabe ab 12 Jahren. Und die haben es dann ohne Altersbeschränkung freigegeben, haben gesagt, das ist unbedenklich wegen dem Look, wegen dem Toner sozusagen. Und dem sind wir natürlich dann auch sozusagen unterliegen. Das ist, hier und da haben wir dann ein bisschen, gab es ein bisschen ein paar Spieler, die das Ganze so ein bisschen nicht so ganz verstanden haben, warum das denn quasi ohne Altersbeschränkung freigegeben ist. Mhm. Aber so kann es kommen. Also man muss da auch immer auf Überraschung gefasst sein. Optimalerweise weiß man es von Anfang an und steuert darauf zu und kriegt genau das, was man sich vorstellt, weil das größte Problem ist natürlich, dass man irgendwann vielleicht dasteht und die Arbeit, die man gemacht hat, Feature, die man eingebaut hat, dann irgendwann wegschmeißen muss, weil man sonst eben nicht das Rating bekommt, was man haben möchte. Wie wichtig ist denn so der wirtschaftliche Aspekt? Wenn ihr irgendwie einen Titel plant, dann plant ihr sicherlich auch irgendwie eine Zielgruppe, wie viele Titel ihr verkaufen möchtet. Und
bei einem Spiel wie Aetna zum Beispiel, du sagst es selbst vom Stil her, ist es durchaus ein Adventure, was auch für Kinder irgendwie ansprechend wirken dürfte. Und sagt er dann auch, okay, wir nehmen bewusst diese Zielgruppe mit rein, dass man sagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall ab 6 quasi ein Siegel. Und ist das dann für euch schlimm, wenn dann jetzt Aetna ein 12er-Titel geworden wäre? Würde das wirtschaftlich irgendwie die Sache kaputt machen? Ich würde mal sagen, das ist von Genre zu Genre sehr unterschiedlich. Also bei Adventures gehen wir eigentlich davon aus, dass leider Gottes heutzutage sie doch sehr stark vor allem von Erwachsenen gespielt werden. Das heißt, das sind vor allem ab 18 bis 55 Spieler, die halt auch vielleicht eher empfänglich sind für eine ein bisschen langsamere Geschichte, für Rätsel und dementsprechend ist da das Thema Altersvergabe nicht so kritisch. Mhm. Jetzt unser nächster Titel, den wir gerade entwickeln, der heißt The Whispered World, ist auch wieder ein Adventure, so ein bisschen Fantasy-Adventure. Auch eine relativ anspruchsvolle Geschichte, so einen gewissen melancholischen Kern hat das Ganze, ist aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Zeichentrick-Abenteuer, das durchaus auch junge Spieler anspricht und dementsprechend sehen wir da schon eine Freigabe an, die sich wieder so im Bereich 6 bis 12 bewegt. Für so ein Spiel ist es dann sowieso nötig, dass der Spieler lesen kann, dass er quasi auch die ganze Geschichte verstehen kann. Dementsprechend fängt unsere Zielgruppe natürlich auch erst da an. Mhm. Da stehen wir natürlich völlig anders da als jemand, der jetzt einen Shooter entwickelt. Ja, absolut. Aber gibt es dann vielleicht auch mal die andere Denkweise, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt tatsächlich mal ein Adventure rausbringen, was für Leute sich insofern unterscheidet von den übrigen Titeln, als dass es eben düster ist oder vielleicht auch ein bisschen brutal und blutig ist und dass man dann auch bewusst ein 18er-Rating anstrebt, um ins Auge zu fallen für den Käufer? Also wir werden morgen ein neues Adventure ankündigen, was wir jetzt nach Deutschland bringen, was auch genau eben diesen Tonfall sozusagen hat, also ein bisschen so ein Horror-Adventure ist mehr oder weniger ein bisschen düstere Atmosphäre, aber bei einem Adventure muss man, glaube ich, schon sehr, sehr viel anstellen, um einen 18er zu bekommen bei der USK. Mhm. Also das wird schwierig, sag ich mal. Also es geht, weil du, ja, also solange du nicht benutze Kettensäge mit Kopf sozusagen als Option anbietest, wird es schwierig, sag ich mal. Und ich glaube, da würde man dann auch wieder beim Adventure-Klientel vielleicht nicht so richtig ankommen. Mhm. Aber generell würdest du sagen, vielleicht auch bei den Kollegen, die dann vermehrt auch andere Titel publishen, ist das eine Sache, die man bewusst macht, dass man sagt, wir wollen 18er sein, damit man ein gewisses Image kreiert für das Spiel? Durchaus, ja. Würde mich schon nicht wundern. Das ist ja, ich sag mal, das war Edda bricht aus, ist ein gutes Beispiel dafür. Da haben wir auch gedacht, jetzt haben wir da ohne Altersfreigabe drauf, jetzt denkt jeder, das ist ein Kinderspiel. Mhm. Ist ja quasi auch hier und da ein bisschen passiert, dass das Spiel dann auf einmal im Kinderregal landet und gar nicht quasi auch vom Handel gar nicht richtig einsortiert wird. Also ich denke schon, dass in manchen Kreisen wird ja ein 18er auch sozusagen auch ein bisschen als Gütesiegel betrachtet, als etwas, wo man sagt, oh, das sieht interessant aus. Mhm. Also von der Warte aus, ja, durchaus, klar. Mhm. Als letzte Frage an dich, was sind das für Kriterien, die ihr kennt, nach denen so ein Spiel beurteilt wird? Gibt es da zum Beispiel, ich meine, es gibt offensichtlich Blut in Spielen oder nicht zielgerichtete Gewalt in Spielen, aber gibt es da andere Aspekte, die jetzt vielleicht zum Beispiel bei einem Adventure ja vielleicht wesentlich subtiler und nicht so bekannt sind, auf die ihr achten müsst? Also es ist nicht so, dass es quasi ein Regelbuch gibt, an das man sich halten kann. Also es gibt keine, von der USK keine Richtlinie sozusagen. Im Endeffekt wird jedes Spiel halt ein Einzelfall und wird einzeln von Gutachtern geprüft, die halt quasi das ganze Spielerlebnis nehmen, versuchen halt einzuschätzen, wie wirkt das auf Kinder sozusagen die Frage, wie wirkt es auf, beeinträchtigt es quasi deren geistige Entwicklung oder nicht. Da kann man halt dann natürlich geteilter Meinung sein, da gibt es sicherlich der eine Gutachter, der es anders sieht als der andere. Dementsprechend ist das natürlich nicht so einfach. Okay, also gar nicht so transparent, wie man das vielleicht manchmal denkt. Aber ich danke dir ganz herzlich, Klaas, dass du Zeit für uns hattest und mit uns ein bisschen geplaudert hast über diese Thematik. Ja, ich danke euch. Jo, mach's gut. Tschüss. Ne? Ja. War doch mal interessant. Sehr.
Hast zugehört, ne? Ich habe zugehört und Fallout 3 ist ja ein gutes Beispiel für diese Problematik. Zum Beispiel, also sprichst du an, ist ein aktuelles Beispiel, weil auch da natürlich weltweit unterschiedliche Versionen rauskommen. In Deutschland wird es geschnitten sein, in Österreich zum Beispiel. Nicht. Und in Australien? Das ist ja wie so ein anderes Thema. Australien hat da ganz eigene Kriterien. Da gibt es zum Beispiel gar kein USK-18er-Rating in Australien. Mhm. Da weigern die sich noch so ein bisschen. Für Filme gibt es das. Für Spiele nicht. Für Spiele nicht. Und da war ja auch genau das Problem, dass die Macher, Bethesda Softworks, gesagt haben, es ist eigentlich zu teuer, für jedes Land eine eigen angepasste Version zu machen. Also bringen wir direkt eine geschnittene Version, eine nicht so brutale weltweit raus. Haben sich letztendlich dann doch wieder anders entschieden. Ja. Aber da sieht man, dass so ein Entwickler durchaus abhängig ist von den einzelnen Jugendschutzbestimmungen. Stell dir zum Beispiel mal so ein Mass Effect vor, wo ja nicht nur auch Schießereien drin vorkommen, sondern eben auch so Liebesszenen, ja. Und in Amerika zum Beispiel, großer Markt, da haben die ja gar keinen Bock auf so sexuelle Darstellungen. Und dann muss das Spiel da so geschnitten werden, ja. In Europa ist es dann eher die Gewalt, die abgelehnt wird, dann muss das wieder rausgeschnitten werden, das ist natürlich dann. Die wollen halt nicht, dass die Leute Depressionen kriegen in Amerika wegen. Ne? Wegen, ja. So, hier. Newsflash. Apropos Fallout 3, apropos Bethesda Softworks, die sind ja bekanntlich auch verantwortlich für Oblivion oder die Elder Scrolls-Reihe im Allgemeinen. Und jetzt gab Paul Orton von Bethesda Softworks in einem Interview bekannt, eigentlich ging es da um Nintendos Konsolen DS und Wii und ob sie sich vorstellen könnten, mal einen Oblivion-Teil für diese eben rauszubringen. Und dann schweift dieses Interview ab und da äußert er sich aber über einen potenziellen Nachfolger von Oblivion. Und zwar sagte er, dass man natürlich einen neuen Teil plane, der aber wohl nicht vor 2010 erscheinen wird. Was gar nicht so lang eigentlich mehr ist. Also wir haben ja schon fast 2009, ein Jahr noch, dann haben wir einen neuen Elder Scrolls Teil. Kann ich mit leben auf jeden Fall. Übrigens sagte Paul Orton auch, dass er weiterhin keine Pläne hat, für die Wii oder für Nintendos DS zu entwickeln. Da sieht man, ne? Beim Eddie ist das Glas immer halb voll. Man könnte ja auch sagen, das kommt im Dezember 2010, dann sind das noch über 2 Jahre. Aber finde ich toll, dass du so positiv denkst. Das gilt im Übrigen auch für Left 4 Dead. Da haben einige Leute ja einen großen Aufschrei gehabt, weil nämlich das Cover in der deutschen Version nicht etwa eine Hand mit einem abgerissenen Daumen zeigt, sondern eine komplette Hand. Da hat EA sich aber schon zu geäußert. Und zwar wird es dann innerhalb der Spieleverpackung nochmal auf der DVD dann das Original-Cover geben, quasi mit dem abgetrennten Daumen. Es ist also nicht in irgendeiner Form da eine entschärfte Version drin, sondern da ist dann quasi in der deutschen Version exklusiv, sind da 2 Cover. Kann man sich ja drüber freuen, dass das Glas ja doppelt halb voll war. So voll, dass es fast schon wieder überschwappt und die Tischdecke einsaut. Endwar, ja, der neue Tom Clancy-Shooter steht in den Startlöchern und es gibt jetzt ein neues Video von Ubisoft, das beginnt mit den Worten: Wenn Sie dies sehen, hat das Ende bereits begonnen. In diesem Video werden die neuen 4 Missionstypen Conquest, Assault, Raid und Siege vorgestellt und die können man sich natürlich alle mal zu Gemüte führen. Den Link zu diesem Video gibt es bei uns auf der Website. Fein, jetzt machen wir weiter mit MotoGP 08, das stellt uns der Flo vor. Der Kamolz. Der Kamolz. Wow. Und dann gibt es Nerd Alert. Nerd Alert. Nerd Alert. Das wird ja bestimmt wieder ulkig, was? Das wird zum Lachen, danach sind wir wieder drauf, da freue ich mich drauf. So schnell geht das. So schnell kann das gehen. Siehste? Dann sitze ich voller Spannung und kann kaum abwarten, bis es wieder soweit ist. Ne? So, und was und jetzt haben wir alles durch, ne? Jetzt sind wir eigentlich fertig, jetzt können wir... Gib mir doch mal was ab, trinken. Du musst nicht so ein Egoist immer sein. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne entlasse ich Sie in eine weitere fantastische Dreiviertelstunde auf Ihrem Sender Giga. Viel Spaß, Wiedersehen.